Willkommen zur nächsten Folge von Total Principle. Wir waren letzte Folge dabei stehen geblieben. Wir wollten das quasi anfangen, dieses Level. Genau. Und haben rausgefunden, dass es tatsächlich geht, dass man durch diese Barrieren da auch Strahle durchbringen kann. Hab das nie so richtig im Verblick gehabt, dass das auch geht. Jo. Das ist ein Jammer. Lassen. Quercode. Lesen. Egal was ich mache, ich bin immer das. Ich bin immer das. Immer dieser Körper, dieser Geist, diese Welt. Kein Ausweg. Unverständliche Zeichen. Ach, da kann man gar nicht hin. Unstoppbar, dieser Ventilator. Aber doch mit dem Jimmer. Viel mehr kann ich nicht machen. Problem, ich kann hier nicht diese scheiß Ecke das umlenken. Das kann ich weiter um die Kurve bringen. Oder kann ich das auch treffen? So müsste ich, so könnte ich es treffen, aber das geht's einfach nicht. Nee. Keine Chance. Wie komme ich denn dann da durch? Können wir die Ladder schnappen? Ich kann den hier mal nicht umausrichten. Ja, das geht. Ich kann das theoretisch blocken. Stell den einfach dazwischen. Zu niedrig, Mist. Ja. Mist. Ah.
noch viel zu lang, bis ich da bin. Das kann man nicht, gar nicht schaffen. Man kann das unmöglich frei machen. Ist da noch irgendwas Besonderes? Nee. Wie kann ich den denn da durchbringen? Ganz nach da hinten. Ich komme nicht um diese scheiß Ecke. Kann ich das irgendwie umgekehrt machen? Irgendwie in die andere Richtung? Ich mache jetzt mal mittig. Der Seite ist rot, der Seite ist blau. Ich kann dann vielleicht auch aus einer gewissen Entfernung das auch machen, dass ich ihn blockiere. Ich weiß es nicht. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich nehme es nochmal mit. Ich kann das nicht treffen. Es geht nicht so. Ich kann hier nur die, kann ich vielleicht, glaube ich, aber Dinger öffnen, oder? Auch nicht, ne? Kann ich das stören? Nee. Ich check das gerade irgendwie nicht. Da ist noch immer das. Ich habe auch mal keine Möglichkeit, das irgendwie um die Ecke zu bringen. Ich bräuchte dazu noch einen, aber das gibt's ja nicht. Da hinten gibt's. Hier noch ein Cube. Ein Quark.
Ach, ist doch egal. Was kann ich denn holen? Vorher konnte ich ihn noch nicht holen, jetzt kann ich ihn holen. Ein Hexander. Oh. Ich werde niemals den richtigen Namen lernen. Niemals. Was bringen wir das jetzt? Zu den Cube. Cool. Ich kann den Cube halt da hinstellen. Geschafft, jetzt habe ich es aber. Jetzt kann ich das nicht gestoppt. Kann jetzt hier durchgehen, das öffnen und den nehmen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber juckt mich jetzt nicht. Was soll ich denn? Lol. Haha, sieht nicht gesund aus. Jetzt habe ich den Ventilator aus. Ich muss doch immer hinkriegen, dass ich den aufmache. Mal hier auf. Ah, das haben wir schon gelesen, ups. Ich werde nur die ganze Zeit diese Dinger rum. Ich habe jetzt halt nur ein Cube mehr, aber das bringt mir irgendwie nichts. Ich hätte den jetzt halt verwenden können, um den Ventilator zu entfernen. Ich vermute mal, dass er irgendwie schon verwendbar sein muss, weil sonst wäre er nicht da. Aber ich check nicht ganz wofür. Irgendwie rein transportieren. Ja, klar. Wie soll das gehen? Ich kann da nur rot hinleiten.
Das gibt's doch nicht. Toll. Muss ich nur durchkommen? Ich denke wahrscheinlich schon wieder komplett falsch. Hoffentlich ist das mal ein Problem. Da viel zu weit vor. So, wie soll ich denn das machen? Muss ich ihn da vorne langleiten? Das müssen wir öffnen. Wir machen mal, connecten mal den. Den. Dann wird das auf von der anderen Seite mal stören. Genau. Was soll ich jetzt? Den nehme ich mit. Nimm den mal auch mal mit. Weiß ja nie, wofür man sowas mal braucht. Öffnen von der anderen Seite. Nehmen wir den. Locker, hä? Ich dachte, das geht nicht. Weil das die ganze Zeit den berührt, aber es geht ja voll einfach, hä? Was hast du jetzt für ein Problem gehabt? Nice. Okay. Das war Tool. Lol, das ist nur eine Sache. Nur ein Objekt. Es kann auch ein Jammer dabei sein. Stelle. Ich vermute mal, dass da noch ein Jammer dabei ist. Nicht nur Konnektor. Ja, Jammer. Was ist eigentlich da hinten? Viele Öffnungen, so wie ich sehe. Geht das so?
Oh, die Folge ist voll schon. Lol. Hä? Wann ist die so voll geworden? Na egal, bis zur nächsten Folge. Ciao.